Guten Morgen. Ich bin auf dem Weg zum Frauenarzt und es regnet. Ach Gott, ich habe das Gefühl, dass meine Laune sich absolut abhängig, wie war das hier, absolut abhängig vom Wetter macht. Das ist, aber ich habe trotzdem gute Laune. Scheiß auf das Wetter, ey. Eigentlich nicht, also scheiß ehrlich, ich habe schon echt überlegt, ob wir über Karneval nicht 4 Tage einfach abhauen sollen. Spontan nach Mallorca. Aber ich glaube, der Dominik hält da nicht so viel von. Ehrlich, ey, ich drehe durch bei dem Wetter, das ist so ätzend. Ja, ich wollte ja eigentlich, habe ich ja bei Insta gesagt, eine Pause machen. Was heißt eigentlich? Also, ich werde nicht mehr so intensiv vloggen wie vorher, weil weil mir auf Dauer dann auch echt zu viel wird. Ich möchte es einfach reduzieren, also dass vielleicht keine Vlogs kommen, die eine halbe Stunde lang sind oder so, sondern wirklich wieder ein bisschen kürzere Vlogs machen auch. Und auch dann nur vloggen, wenn ich wirklich Lust habe. Und mich selber nicht so unter Druck setzen, beziehungsweise nicht so, ach komm. Weißt du, wenn ich einfach merke schon, das läuft nicht und ich fange erst um 4 Uhr an zu vloggen, dann ist das halt so. Dann, ja. Und wenn mal ein Tag kein Vlog kommt, dann ist das halt auch so. Und heute geht es mir 1 Milliarde mal besser als gestern Morgen. Gestern Morgen habe ich echt gedacht, ich schmeiß alles hin und verkrümmel mich in den Keller und sperre mich ein und warte 100 Jahre ab. Ehrlich, das war ganz schlimm. Also ich hatte so eine schlechte Laune gestern Morgen. Und ja. Aber dann war ja Nachmittag, schien ja dann die Sonne. Und dann hatte ich einen richtig schönen Tag mit Joanna. Und es hat mir richtig gut getan. Dann kam natürlich auch noch der Play-Button. Und diese zwei Sachen so zusammen haben mir so richtig... Aber vielmehr so die Zeit mit Joanna alleine hat mir richtig so Energie gegeben, Kraft gegeben, Motivation gegeben und mir einfach wieder absolut positive Aura geschaffen. Und jetzt werden wir die Tage noch mit Joanna alleine ins Kino gehen, Bibi und Tina. Möchten wir uns ja noch angucken und ja, da freut ihr sich auch schon drauf. Und wir auch. Ich wollte eigentlich gestern schon, aber der Dominik möchte unbedingt auch diesen Film sehen, weil er halt alle Teile gesehen hat. Und deswegen gehen wir dann zusammen rein. Und ja. Das war echt gestern so. Ich habe auch bei Insta gepostet und bin verblüfft, wie viele Mütter auch manchmal so denken wie ich. Oder gerade gestern so. Dass man echt manchmal so Angst hat, dass man ein Kind vielleicht vernachlässigt oder dass man Angst hat, allen Kindern gleich gerecht zu werden und so. Ist ganz klar, dass kleinere Kinder mehr Aufmerksamkeit brauchen als so Selbstständige, aber also so große Kinder. Aber John ist natürlich auch noch ein Kind, das darf man nicht vergessen. Und ja, das hat uns beiden, glaube ich, einfach gefehlt. Diese zwei, nur wir zwei alleine. Natürlich, wenn der Kleine da ist, ist das wieder was anderes. Und aber ist auch wieder, man ist draußen gemeinsam und jetzt hockt man echt nur auf der Bude rum. Und es ist so, meine Kinder sind auch nicht so, dass du jeden Tag mit denen dich da hinsetzen kannst und basteln kannst. Ne? Wenn Joanna ist, die braucht das jetzt nicht so viel. Die hat ja wirklich ihren straffen Terminplan im Moment auch, was Kommunion betrifft und Handball und im Moment sind auch viele Geburtstage wieder und ja, also die hat schon ordentlich zu tun, so, dass ihr das nicht fehlt, das würde sie sonst auch sagen, aber wie gesagt, das hat uns beiden gestern sehr, sehr gut getan und das hat definitiv Wiederholungsbedarf, ja. So, ihr Hübschen, ich bin wieder zu Hause. Yes, ich habe gerade ein Schwangerschaftsupdate hochgeladen. Ich muss immer meine Infos immer ablesen hier, was ich kann mir das alles nicht so merken.
Ja, ich habe es gerade abgedreht. Gucken, wann ich es schneiden werde. Ich warte jetzt noch auf Dominik und Lamir. Die sind ja in der Spielgruppe. Die haben ja heute Karnevalsfeier. Die müssen eigentlich jeden Moment hier eintrudeln. Denn wir haben jetzt 22:45. Das geht bis 11. Gut, bis der die eingepackt hat, im Auto ist und so. Ich denke mal, spätestens 23:30 ist der hier. Und ich muss heute nicht kochen. Yay! Ich muss nicht kochen, denn wir haben noch Bolognese-Soße von gestern. Und was ich mir angewöhnen muss, ist, ich muss irgendwie ein bisschen auf Vorrat kochen. So, dass ich Essen mache, aber die essen ja alle immer so viel, wisst ihr? Dass ich so Essen mache, was für 2 Tage reicht. Weil dann habe ich so einen Tag dazwischen, wo ich mal nicht kochen muss. Und obwohl ich ziemlich gerne koche, aber bei manchmal denke ich mir so, wenn du jetzt heute noch was von gestern hättest, wäre das schon optimal. Ja, und jetzt freue ich mich sehr, dass wir noch Bolognese-Soße haben und Nudeln von gestern. Und das ist sehr, sehr gut. Ja, es muss öfters Gulasch geben. Gulasch ist so ein Essen, da hat man immer am nächsten Tag was über. Ja, ich muss mal wieder Gulasch machen. Piratenbraut? Guten Tag. Guten Tag. Oh. Was? Eine Party. Eine Party hattet ihr? Mhm. Und wie war die Party? Hast du getanzt? Mhm. Wie denn? Zeig mal, wie hast du getanzt? Ja. Bist im Kreis gerannt. Das Tanzen? Bist gerannt, anstatt getanzt. Oh, warte mal. Ach, komm jetzt die Jacke aus, Süße. Hier, guck mal, so meine Schuhe, die ich mir gestern spontan geleistet habe. Schwarz diesmal. Oh, schicke Piratenbraut. Was guckst du immer so komisch? Alles schick hier. Hast du Spaß gehabt? Mhm. Ja. Gab es auch Bonbons? Mhm. Bonbons geworfen? Oder habt ihr gesungen? Nein. Nein? Warte, komm mal her. Ihr habt doch bestimmt welche gekriegt, war doch Karneval. Nee. Nee, doch keine. Aber ich habe zufällig welche in der Tasche. Dein Papa hat doch welche mitgebracht, falls die werfen sollten. Hello, Olaf, was auch immer. Ich wollte nicht ohne dastehen, falls es welche ja, gibt. Ja, das hab ich ja gesagt. Hier, zieh sie an. Da und da. Dankeschön, Mausi. Ja, super, danke. Ja. Jetzt gehen wir spielen nach oben. Ja. Okay. Lass mal es vom Papa. Lass mal es. Papas Nasenspray. Mein Nasenspray. Hoppla. Nur Wäsche einräumen. Ist schon gut? Ja. Ach, dein Zimmer ist ja schön ordentlich. Wer hat das denn hier wieder sauber gemacht? Ihr zwei? Ja. So, was spielen wir denn jetzt? Würmer? Mhm. Okay. Dann hol mal deine Würmer. Da sind die Würmer. Da sind die Würmer. Ich habe mir einen Teppich spielen. Und da ist es warm. Der Teppich ist warm? Ja. Ach Gott, das ist mir wieder auf dem Teppich, ey. Ah, okay. Und mit Holzhammer. Ich pack die hier hin. Ja. So, dann kann ich viel besser spielen. Okay? Ja. Gut. Ich hab's aufgemacht. Hast aufgemacht, hast du sehr gut gemacht. Ich nehme die Würmer. Du nimmst nur ein. Nur ein. Nur ein. Aber wir brauchen. Dankeschön, ich nehme den blauen. Nur ein. Okay. So. Ich nehme die Kugeln. Du nimmst die Kugeln wieder, die magst du am liebsten, ne? Ja, ich mag die am liebsten. Ich mag die am liebsten. Ja. Ja. Was nehme ich dann? Ich nehme. Was soll ich denn nehmen? Das hier. Die? Ja. Okay. Was haben wir denn da alles für tolle Farben? Wir haben grün, wir haben zweimal grün. Ja, auch hier. Genau. Dann haben wir einmal gelb,
Einmal orange? Ja. Einmal rosa? Ja. Und einmal blau? Ja. Und welche Farben hast du? Das hier. Blau? Ja. Orange? Was ist das für eine Farbe? Lila. Rosa? Rosa. Und? Rot. Und nochmal rot. Zweimal rot. Aber du hast gar kein Grün. Wo ist denn die grüne Kugel? Ist die weg? Ja. Ich glaube, ich weiß, wo die ist. Die ist in der Kiste. Aber es ist egal. So, dann spielen wir jetzt? Ja. Okay. Dann spielen wir jetzt. Dann machen wir die mal fertig, die Würmer. Ja. So. Tri, tra, trollala. Oder nee. Superwurm, der Superheld. Ist der schnellste Wurm der Welt. Ja. Was ist los? Ich muss ein bisschen ausholen. Du musst dich ein bisschen ausholen? Ja. Bist du kaputt von der Spielgruppe? Mhm. Ja. Ja. Und zu Mama? Öhrchen. Das ist vom Kopf hier. Ja, das ist ein Kopf. Das ist vom Nase. Ja. Auch eine Nase. Das ist vom Nase. Und der hat der Kopf da. Gelb. Nase. Blau. Und die Liebe? Holzfarben, beige. Und die hier? Holz, Holzfarbe. Holz, ich und mein Holz. Ich bin mal in die Ecke gekommen. Das ist ich. Ich hab eine Leine gefunden. Ich hab einen Kreis. Ein Kreis. Super. Minute. Ja, guck mal. Jetzt bist du dran mit Würfeln. Jetzt bin ich dran mit Würfeln. Ich habe ein Herz. Ein Herz heißt, ich darf mir aussuchen, was ich möchte, was ich da dran mache. Das Herz heißt, ich darf alles nehmen, was ich will. Ich kann entweder das hier nehmen oder das oder eine Kugel. Ja, du kannst ja alles. Das darf man sich aussuchen dann. Hier, bitte. Dankeschön. Dann nehme ich jetzt mal eine Kugel. So. Eine Kugel. Du bist wieder dran. Würfel. Oh. Dann kannst du dir einen von mir aussuchen. Dann musst du den dran machen an den Wurm jetzt. Ich hab vier. Ja, gelb. Schön. Richtig. Jetzt mach den an den Wurm dran. So geht das Spiel nämlich. So, nochmal. Wir machen es dran. Oh, ich habe jetzt auch so einen. Dann nehme ich auch einen grünen. Jetzt bist du wieder dran. Ja, gut dann. Oh, ein Dreieck. Richtig. Super. Jetzt musst du den hier reinmachen an den Wurm. Sehr schön. Jetzt ist die Mama dran. Oh, wieder so ein. Dann nehme ich orange. So, du bist dran. Ja. Kannst einen von mir nehmen hier. Dann. Nimmst du grün? Ja. Gut. Super machst du das, Lamia. Ganz toll. Bin ich dran? Kann ja schon richtig mit dir spielen hier. Ein Viereck, ein Quadrat. Was auch immer. Ist das richtig? Ja, hier kann man ein Wunder machen. Danke. Tada, du siehst ja toll aus. Jetzt bist du wieder dran. Ein Herz. Das heißt, du darfst dir aussuchen, was du möchtest. Was möchtest du dran machen? Die Kugel. Ja, dann nimm die Kugel. Super. Wow,
Jetzt bin ich wieder, ne? Ja. Oh, ich habe schon wieder so einen. Guck mal, ich habe immer meine eigenen hier. So, jetzt bist du wieder dran mit Würfeln. Also, du musst schon wieder aussuchen, was du nimmst. Willst du nochmal? Ist langweilig aussuchen. Ah, mein letzter. Passt. Perfekt. Perfekt, perfekt, perfekt. Toll. Jetzt bin ich dran, ja? Ja. Ein Ball, ein Kreis. Ich habe schon zwei blaue. Ich hätte gern einen pinken. Gut. Ah, guck mal, mein Wurm ist fertig. Mahlzeit. Du musst noch einmal würfeln. Oh ja. Ein Dreieck. Ah, guck mal, jetzt ist ein Wurm auch fertig. Das Spiel ist absolut gigantisch für so kleine Kinder. Gerade dieses Alter jetzt, das ist echt... Ich verlinke euch das mal unten. Das mein ist fertig. Meins auch. Mein auch. Das gehörte noch, also das gehörte Joanna noch. So alt ist das Spiel. Holzspielzeug hält ewig. Ne? Dann spielen wir noch mit deinem Bruder mit. Ja. Ja? Ja. Wo ist dein Bruder denn? Auf dem Bauch. Im Bauch? Ja, im dicken Bauch. Im dicken Bauch. Und wie heißt dein Bruder? Hallo zusammen, ja, wir haben jetzt 13 Uhr, ich bin unterwegs, habe gerade Papier weggebracht, hat sich wieder so viel angesammelt an Pappe und sowas durch den Aufbau von den Möbeln gestern, das ganze Papier, was da angefallen ist, das habe ich jetzt gerade erstmal zum Fuhrpark gebracht, damit das schon mal weg ist und nicht irgendwie zu Hause oder im Studio rumliegt und ja, jetzt geht's weiter mit dem Umzug so gesehen. Wir haben euch schon mal unseren Kellerraum mit dem Playmobil gezeigt und den ganzen Kram, den habe ich schon zusammengeräumt und ja, den muss ich jetzt nach und nach alles dann ins Studio bringen und da wollte ich jetzt heute ein bisschen mit weitermachen und heute Nachmittag gehen wir unser, ja noch nicht das Auto abholen, aber den Kaufvertrag unterschreiben und da freue ich mich auch schon drauf. Ja, ansonsten, was gibt es denn Neues? Weiß ich nicht. Morgen kommt das Sofa fürs Studio und Lamia schläft. Ich war heute Morgen mit der in der Spielgruppe und da haben wir Karneval gefeiert. War richtig schön. Haben gesungen und gefrühstückt und später sind wir dann in die Turnhalle gegangen. Und dann sind wir ein bisschen da rumgerannt, haben gespielt und Karnevalsmusik gehört. Da hatten die Kinder auf jeden Fall Spaß dran. Und die waren alle so müde, dass die Hälfte der Kinder dann die letzten 10 Minuten nur noch in der Mitte von der Halle auf den Matten lagen, weil die alle nicht mehr konnten. War richtig, richtig gut. Alle haben sich ausgetobt. Ich habe mich mit ausgetobt. Ich bin nicht auch die ganze Zeit da rumgerannt. Und ja, ihr merkt schon, ich habe heute frei, weil Rosi beim Frauenarzt war und ich dann halt mit Lamia unterwegs. Eben um die Kurve fahren. Genau. So sieht's aus. Morgen geht's dann weiter. Immer wieder schön. Pause machen wir wohl doch nicht so, wie es aussieht. Rose hat sich jetzt doch überlegt. Ich glaube, da war einfach nur eine Phase, würde ich jetzt nicht sagen. Aber die war halt wieder vieles im Haushalt angefallen. Wie gesagt, ich versuche zwar immer mitzumachen, aber ich muss ehrlich zugeben, ich übersehe viel. Nicht, weil ich das extra mache oder so, sondern weil ich da einfach nicht so... Ich will jetzt nicht sagen, ich bin ein Mann und kann es nicht besser, aber ich versuche zu unterstützen, aber ist halt nicht so, wie Rosi sich das vielleicht erhofft oder vorstellt oder sowas. Deshalb ist halt wieder viel angefallen im Haushalt, wo Rosi dann gestern Morgen wieder hochschwanger da das Haus sauber gemacht hat und dann glaube ich so ein Anflug von schlechter Laune und Erschöpfung kam und dass der das wohl alles zu viel wird irgendwie. Aber hat sich dann gestern Mittag ja auch schon wieder erledigt mit der frohen Kunde des Silver Buttons, den wir gekriegt haben. Hab mich auch tierisch gefreut. Ja, und jetzt vloggen wir weiter. Macht ja auch Spaß. Ist ja auch, ja,
ist ja auch ein Hobby, sagen wir mal so. Von daher, also ich sehe das Videos machen und Vloggen als Entspannung an. Natürlich das Schneiden und Nachbearbeiten und sowas, das ist das, was auf jeden Fall Arbeit macht. Gar nicht das Vloggen selber, sondern die Nacharbeit, die da stattfindet, die ist halt die Arbeit. Wir sind am Autohaus und die zwei sind eingepennt. Was machen wir denn jetzt? Unsere Kinder schlafen neben dem Auto ein. Da ist aber jemand müde. Wach? Da, wach. Nummer 1? Nummer 1 ist wach. Was ist los? Müde. Schule ist anstrengend. Sandmann da? Sandmann. Naja gut, komm. Lassen wir sie mal wach werden und dann gehen wir jetzt ins Autohaus rein. Es regnet wie bekloppt. Pass auf mit ihren Füßen da, ne? Nicht da drauf lang. Richtig hinsetzen. Können wir nicht das Auto nehmen? Ich glaube nicht. Nein, bitte. Ja, bitte, weißt du, was das Auto hier kostet? Was hat er kostet? 80.000 Euro. Das ist so weich, das ist toll. Haben wir das falsche Auto gekauft? Kaufen wir das falsche Auto jetzt, oder? So sieht so aus. Darf ich mir alle Autos in Ruhe angucken? Ja, ich zeig dir gleich mal meinen Traumauto. Hier. Da hinten rechts, sorry. Den nehmen wir. Was? So sieht unser aus. Ist nicht der, aber so einer. Der. Die lassen die mal spielen da hinten, wenn die malen möchte. Malen? Ja. Hier kannst du die malen, guck mal. Oder Bücher lesen. Wow! Guck mal. Ich möchte. Wir lassen Amia mal gucken. Amia, guck mal. Oh, der ist schneller. Das ist ja cool. Nee, da hinten das Auto nehmen wir. Komm her, hier lang. Komm her. Das hier? Das hier. Das hier? Nee, das hier, wo Joanna hier drin ist. Guck. Das nicht noch weiter nach hinten? Das war's schon? Ja, das ist es. Nur du nicht mit deinem, du hast dreckige Schuhe. Die Kinder sind ganz begeistert von dem Bus. Das ist halt T9 oder was, glaube ich, ne? Die ist da ganz... Pass auf, mach nicht alles schmutzig. Kannst du das? Ja. Soll ich dir helfen? Okay, setz dich hin. So, wunderbar. So, dein Auto nehmen hier. Dieses Auto willst du haben? Ja. Die Mama kann überhaupt nicht mit so einem riesen Auto fahren. Guck mal, das ist ja wie im Flugzeug hier. Guck dir das mal an. Das ist doch wie in einem Flugzeug. Da fahre ich lieber 5-mal in Urlaub, bevor ich mir so ein riesen Auto kaufe. Was soll ich denn damit? Ja. Das Auto ist cool, ne? Ja. Das ist super. Können wir es holen? Nein, können wir nicht. Das ist so, wir sind zu Hause.
regnet wie wild. Und ich mache mich mal gerade. Ja, Jana ist im Bad. Dominik macht so lange neue Pampers. Wir waren kurz einkaufen bei Edeka. Wir haben ein paar Sachen geholt und werden jetzt Abendessen. Abendbrot. Wir haben Brötchen geholt bei Büsch. Frischen Aufschnitt für die Kids. Und hier Kiwi-Bären. Also die hatten wir, glaube ich, schon mal. Die sind voll lecker. So, auf jeden Fall wollen wir jetzt Abendessen. Holen alles raus. Schnass alle. Und nächste Woche können wir unser Auto abholen. Kann ich mein Auto abholen? Ich freue mich voll. Ja. Nächste Woche ist es soweit. Charan. Moi. Meiner. So. Ich hatte noch nie so ein schickes Auto. So. Genau. Wir werden mal den Tisch machen. Decken. Und dann wird hier Abend gegessen. Und bevor wieder einer blöd kommt, wir hätten uns ein Auto auch ohne YouTube gekauft. Den Dominiks Auto haben wir auch vor YouTube gekauft, so wie wir unser Haus vor YouTube gekauft haben. Nur so, weil es wird immer irgendeinen Dämlacken geben, der meint, er müsste seinen Senf dazugeben. Also das Auto wäre auch ohne YouTube gekauft worden. So. Jetzt wird gegessen und Tisch gedeckt.